Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Aufnahme hier von Dead by Daylight. Und wie ihr seht, wir haben schon einen laufenden Gegner. Wir haben hier ein paar kleine Perks und Add-ons etc. Wir gucken mal, was wir hier bei den Blutpunkten kriegen können. Gar nichts. Immer noch nichts für unsere Krankenschwester. Okay, dann sind wir mal fertig. Wir haben also ein paar Kleinigkeiten, um uns ein bisschen vorwärts zu bewegen. Ein bisschen schneller. Okay, die brauchen doch ein bisschen länger als gedacht. Wenn man eine leichte Teleportationsgeschwindigkeit zu oder letztlich leichte Aufladegeschwindigkeit. Und wir möchten gerne zu McWilliam fahren. Das ist unser Begehren mit der Krankenschwester. Mit dem Krankenhaus fand ich sehr geil. Den Perk, den ich hier tatsächlich am besten finde, ist der hier. Der ist so krass. Ja, wenn sie am Boden liegen. Ich meine, damit können wir sie theoretisch umhauen und einfach liegen lassen und wir finden sie wieder. Dazu ist der da. Ich weiß nicht, ob ich die noch weiter möchte. Oh. Okay, zweimal Wahrscheinlichkeit irgendwo hinzukommen plus noch zusätzliche Punkte. Ihr habt natürlich den großen Vorteil, ihr könnt einfach Leertaste bzw. Pause drücken auf YouTube und euch die Sachen ganz in Ruhe durchlesen. Warum ich wieder die Krankenschwester genommen habe, fragt euch wahrscheinlich. Ganz einfach. Ich war das letzte Mal so von der angetan. Gut, ich hatte auch da dieses komische Ding drin, dass ich mich während der Teleportation noch ein bisschen bewegen konnte. Fand ich geil und deswegen... Oh, wir haben sogar unsere McWilliam Farm bekommen. War hier schon gerade einer? Erwischt, mein Fräulein. Die Tiere sind nämlich auf meiner Seite. Okay, wenn das wirklich stimmt, spiele ich jetzt gegen Russen. Das haben sie übrigens gefixt, du kleiner Sack, wo man drauf bist. Mist, das hat ja gut geklappt. War er gerade? Willst du dich nicht heilen? Dann sehe ich dich. Oh. Ich sag ja, so ein ganz gewitzter. Oh, das hat ja gut funktioniert. Bin ich durchgekommen? Das gibt's doch nicht.
mitten in ihn drin und den kann ich nicht hauen? War ein Treffer in meinen Augen, aber macht nichts. Ich lasse auf jeden Fall ausbluten. Gucken, wie oft wir das Spielchen noch spielen wollen. Ich meine, den Haken sabotieren sie ja. Obwohl, komm mal mit. Habe ich sie leider verloren. Das gibt's doch nicht. Verdammt. Du brauchst nicht zappeln. Kommst eh nicht runter. So, mit festem Griff 3 bist du wirklich fest im Griff. Alter, dieses blöde Ding hier. Gibt's auch nicht. Hallo? Ja, vielleicht noch ein bisschen länger. Ich habe schon... ist okay. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Oh, der zweite war so dumm, dass er den noch nachgesetzt hat. Ah, da war das... ist mit dem Aufladen ist nicht so geil, wenn das jetzt so schnell hintereinander passiert. Das gibt's doch nicht. Und schon wieder hat dieses Nachsetzen der zweiten Maustaste. Während des Teleportierens. Ah, das ist so zum Kotzen. Also dieses Schnellnachladen ist scheiße. Sorry, aber das ist wirklich scheiße. Ah, ist das ärgerlich. Oh!
Dich nehme ich mal mit. Ist ja gleich ein Haken um die Ecke. Brauchst dich nicht wehren. So, hab dich. Ja, komm. Knarren. Hä, ich bin doch in ihn drin, warum konnte ich den nicht hauen? Oh, kommt man schon wieder! Warum kann man denn überhaupt nicht mal durch so eine Wand schnell teleportieren? Das ist doch zum Kotzen. Das ärgert mich gerade richtig. Gegen die Wand, aber durchkommen kommst du nicht, oder was? Okay, irgendwie ist das gerade... Ich weiß nicht, was gerade mit der los ist. Guck mal, die hat von alleine aufgeladen das zweite Mal. Sah zumindest kurz so aus. Ich weiß nicht, ob das kann natürlich falsch gewesen sein. Ein Trugbild. Really? Okay, das können die echt gut mit der Hexe, ne? Dann exakt, wenn man auf den landet, entweder in den drinnen zu sein. Okay. Ja, jetzt geht die Luke auf. Und der weiß wahrscheinlich, wo die Luke ist. Gehe ich die durch? Nein, durch die Wand kann ich nicht. Obwohl, also, warum ich durch diese Wand nicht komme, ist eigentlich ganz einfach, aber total sinnfrei. Diese Wand ist eine Außenwand, die aber nichts außen voneinander trennt, sondern einfach in der Mitte lang geht. Und da kann man sich nicht durchteleportieren. Hat also... In-game nur den Effekt, dass ich mich nicht durchteleportieren kann. Man hätte da auch irgendeine andere Wand reinziehen können. Aber haben sie nicht gemacht. Klar, der wusste, wo die Luke war, ich nicht. Da habe ich keine Chance gehabt. Na gut. Habe ich sie fast alle bekommen? Fast alle. Sollte nicht sein. Gucken einfach mal rein, was wir an Punkten gemacht haben. In welcher Kategorie. Ah, das mit den doppelt durch. Oh, ja. Das mit den doppelt durch. Mit, ne, mit dem Wand, das war ein bisschen sehr ärgerlich.
Na, ist das der, der entkommen ist? Würde mich einmal interessieren. Yep. Meist schreiben das immer die, die entkommen sind. Oh Gott. Die hatten aber schon einige Sachen. Bis auf der hier, aber der ist schon dran. Na krass. Aber wie auch. Alles voll. Wie sind da eigentlich genauso krass, wenn ich noch krass aufgestellt gewesen. So, den haben wir unten leider nicht bekommen. Wir haben das hier oben bekommen. Hm. Naja, naja. Wir nehmen mal das hier mit. Ich glaube, das habe ich noch nicht. Ach, der nimmt jetzt immer drei weg? Oh. Wartet mal, wenn er drei wegnimmt. Das nehme ich mal. Ich dachte, der nimmt drei weg. Naja. Okay, nächstes Level 30. Aber wir kriegen ja bei 30 nichts dazu. Lernbare Perks sind nun verfügbar. Schalte lernbare Perks frei, um den gleichen Perk auf dem Blutnetz eines anderen Spielers erscheinen zu lassen. Was? Seltener Perk. Was macht der denn? Du hast eine ansatzweise Ahnung von der Stimme des Entitus. Höre vereinzelt das Flüstern des Entitus, wenn du im Umkreis von 48 Meter eines Überlebenden bist. Da versuche ich mal hinzugehen. Ist das nicht dasselbe? Ach, das sind lernbare Perks und die... Da brauche ich aber deutlich mehr Punkte. Okay, da muss ich jetzt hier mal ein bisschen Punkte farmen. Das machen wir, glaube ich, beim nächsten Mal. Und dann statten wir unsere kleine Schwester mal ein bisschen mehr aus. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, meine Freunde.